Hey zusammen, liebe Freunde, wir beschäftigen uns heute mit dem Unboxing und zwar mit einem von Terratech Crabster GC100, einer Capture Card aus dem Hause Terratech, wie schon erwähnt, für geeignet für PlayStation, Xbox und PC. Und wir werden uns das jetzt mal angucken, was da also drin ist, Freunde, und gucken da einfach mal ein bisschen rein in die ganze Geschichte her, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Vielleicht sehen wir ja dann, wie sich das entwickelt. Kleine Zwischenmeldung, Freunde, diese Capture Card werde ich in nächster Zeit mal antesten, ob sie auch das einhält, verspricht, was der Sinn der Sache ist. Nämlich Streaming und Aufnehmen. Und ja. Vorne sehen wir auf jeden Fall mal Capture Card. Drunter Video. Rechte Seite Crabster GC. Gameplay Recording and Live Streaming for PlayStation, Xbox and PC in Full HD. Okay. Und dann noch diverse andere Sprachen und so ein Code, wo eigentlich kein Mensch versteht, für was er eigentlich sein soll. Naja. Dimensionen, hier sind die Dimensionen aufgelistet, alles mögliche, was alles kann. Pocket Size und USB Powered HD Video Recorder. Provides PC Connected. Bla bla bla, alles auf Englisch. Ganz wichtig, H264 AVT HD High Definition Video Encoding. Ganz wichtig. Müsst ihr immer gucken, dass es dabei ist. Recording Format, MP4. Also, MP4 Format passt. Kannst du verwenden für Xbox 360, Xbox One, PS4, Wii, DVD, Blu-ray Player, Set-Top-Boxes, PC etc. Gut, hat zwei HDMI-Sachen her, aber das sehen wir ja alle noch. Software, System Requirements, Intel AMD 3.0, Single Core oder 2.0 GHz, Multicore Processor, 1 GB RAM, bla bla bla. Magic Software und gucken wir mal, ob da was alles dabei ist. Rückseite. Schön. Die erste Sprache ist schon mal Deutsch. Nimm dein Gameplay von Konsole oder PC auf, streame live mit Twitch und teile es mit deinen Freunden und Fans. Kommentiere deine Aufnahmen in-game durch Mikrofoneingang. Sichere deine Aufnahme auf externen USB-Speichern oder deinem PC. HDMI. Ihn für Aufnahmen bis zu 1080p. Verzögerungsfreier 1080p HDMI Pass-Through für ultimativen Spielspaß. Ja, Freunde, dann gucken wir mal rein, was uns da wartet. Es raschelt mal zumindest. Gucken wir mal rein, was da drin sich verbirgt. Kommen wir mal hier rein. Okay. Es kommt uns ein Karton. Also ein Karton kommt uns in den Karton. Komm raus. Ach, das ist eine feste Schachtel. Nee, doch, das ist eine feste Schachtel. Also ziemlich viele Werbe-Blabla haben wir hier schon mal. Gut, was heißt Werbe-Blabla? Video Matrix Easy HD. Handbuch. Schon mal in Deutsch. Finde ich gut. Film fertigstellen. Sind halt allgemein Tipps her mit so Matrix-Programme her. So, Quick Setup Crabster. Quick Setup Guide, okay. Ja, Englisch, Deutsch, Germanisch. Na, gucken wir mal. Was erwartet uns hier? Software Updates auf unserer Seite. Sie erhalten den aktuellsten Treiber, bla bla. Okay. Runterladen. Hier sehen wir jetzt dann gleich mal ein klein bisschen, wie das ganze Ding hier aufgebaut ist. Es ist natürlich spiegelverkehrt. Ist natürlich nicht so vorteilhaft. Ja. Das ist nicht Sinn der Sache her, dass das ganze Ding hier falsch herum ist. Und deswegen. Zack! Ja. Man sieht es hier ganz gut. Das ist eine Anleitung dabei. Müsste eigentlich auch für jeden verständlich sein, wie das Ding hier funktioniert.
Das haben wir. Was haben wir denn noch? Wir haben eine französische Version. Ihr kriegt Setup Crabs da. You get the last version in the report. Ja, bla bla. Service Card. Okay. Noch mehr so Krimskrams, was man alles sein Regal voll stellen kann. Also wer noch jemand Platz noch hat im Regal, kann das gerne nehmen. Was haben wir denn noch hier drin? Wir haben hier drin ein ganz normales Micro-USB-Kabel. 2.0 USB-Anschluss. Kann man hier mal ausholen. Könnt ihr natürlich auch im Notfall euer Handy-Ladekabel könnt ihr natürlich auch verwenden. Ist gar kein Problem. Da, ganz normales Micro-USB-Kabel. Nichts Weltbewegendes. Dann. TerraTech Video Crabs the Series Magics. Treiber-CD. Ja. Die ganze Geschichte. Und last but not least. Die Capture Card an sich. Also, hier haben wir, was haben wir denn hier? PC, SA. Also so groß ist es nicht. Meine Hand ist ungefähr, wie soll man sagen, wenn ich meine Pad da drauf lege. Von daher, das Ding ist nicht besonders groß. Ihr seht es ja. Ist Kunststoff. Ist ja auch okay. Solange es seinen Sinn und Zweck erfüllt, dann geht alles. Von daher, ja. Hier kann man umschalten zwischen verschiedenen PC und Aufnahme. Also Streaming und Ding her. Hier wird die Stromversorgung. Ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr streamen wollt, dann müsst ihr das Ding her versorgen. Entweder mit dem PC und anschließend am USB-Port. Dann könnt ihr die ganze Geschichte erst machen. Könnt ihr streamen her. Oder wenn ihr nur aufnehmen wollt, hier hinten dran, da versteckt er sich. Ist ein USB-Anschluss. Da könnt ihr eure Festplatten anschließen. Achtung, Freunde. Ich sag gleich vorweg. Wenn ihr ein Ding anschließt, eine externe Festplatte, wo zusätzlich noch Strom zu verbraucht, also mit Netzteil, denke ich eher weniger, dass das funktioniert. Aber das werden wir auf jeden Fall mal testen, ob das sich verhält. Aber USB und normale Festplatten her, ohne zusätzlichen Stromzufuhr, müssten funktionieren. So viel zum Thema dazu. Record-Button HDMI-Out, das heißt, da kommt das Signal wieder raus. Das heißt, das müsste zu eurem Bildschirm. Das hier ist HDMI-In, das heißt vom PC dahin oder je nachdem von der Blazy halt, von der Playstation oder Xbox, je nach von der Konsole her, hier anschließen. Ja, hier wie gesagt hier der Umschalter und hier Mikrofonanschluss fürs Mikrofon her, aber ansonsten, ja, viel gibt es jetzt hier nicht zu sagen, war ja eh nur so ein kleines Unboxing, so viel ist glaube auch hier nicht mehr drin, nö, da ist gar nichts mehr drin, von daher, das ist das Unboxing der Crabster GC 100 von TerraTech. Ganz einfach. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Gerät testen. Und wenn ihr irgendwie noch ein Ding haben wollt, irgendwie ein Infovideo, was man da alles machen muss, weil du kannst das Ding auch einrichten für OBS. Das ist mir nämlich ganz wichtig, wenn ich später eine PlayStation vorhabe, also eine PlayStation 4, dann werde ich darüber streamen, über diese Capture-Karte, wenn sie funktioniert. Und dann gucken wir mal, ob das Ding funktioniert soweit, wie man sich das vorstellt. Ich werde darüber streamen her, das ist nämlich der Hauptgedanke, drüber streamen und den TeamSpeak-Sound aufnehmen. Da ist nämlich eine Ding her, sehr zu empfehlen, eine Capture-Karte. Ja, dann kannst du gleich die Desktop-Audio auch mit aufnehmen und dann ist nicht so, ja, was hast du zu deinem Kollegen gesagt und musst nicht alles wiederholen, sondern die kriegen alles ganz normal mit, als wäre es auf dem PC. So, Freunde, das soll es jetzt mal nur mal gewesen sein für diesen kleinen 10-minütigen Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, haut die Fragen in die Kommentare her und nehmt es mir nicht übel, das war mein erstes Unboxing und in diesem Sinne sage ich nur mal, Bock out, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.